Zu einer ernsten Krise kommt es aber, als Elsa zu wenig Rückhalt für ihre Arbeit spürt. Später wird Aragon darüber sagen Elsa hat mir meine männliche Brille heruntergerissen. Die Vorurteile des Mannes, der unter dem Vorwand, alle Verantwortung für das Paar auf sich zu nehmen, die Frau nur seine Spiegelung sein lässt. Entstanden ist in dieser Phase Aragons Text für eines der berühmtesten Chansons der Resistance. Il n'y a pas d'amour heureux. Am 27. September 1944 kehrt das Paar in das befreite Paris zurück. Als zwei der wenigen überlebenden Initiatoren der Widerstandsbewegung gegen die deutschen Besatzer werden sie überschwänglich empfangen. Man ist begierig, ihre Berichte zu hören. Interviews mit ihnen füllen die Zeitungen, ihre während der Resistance entstandenen Texte werden erneut veröffentlicht. Für ihre Novellensammlung das Ende hat seinen Preis, erhält Triolet den Prix Goncourt, den bekanntesten französischen Literaturpreis. Endlich wird sie auch in der Öffentlichkeit nicht nur als Anhängsel des großen Dichters wahrgenommen. Das Schriftstellerpaar bereist nach Kriegsende halb Europa und wird als Vertreter eines freien Frankreichs überall mit großen Ehren empfangen. In den 50er Jahren, als der Glanz der Résistance langsam verblasst, geraten sie, die Kommunisten, mit der Verschärfung des Kalten Krieges, in das Sperrfeuer der Propaganda. Man nennt sie gern Moscoutaire, erklärt sie gar zu Staatsfeinden, da sie sich gegen Frankreichs Politik in Algerien und Indochina wenden und unbeirrbar an Stalins Politik festhalten. In der Pariser Szene übt die offene Beziehung Simone de Beauvoirs mit Jean-Paul Sartre auf die neue Generation eine stärkere Anziehung aus, als die Monogame liebe Triolets und Aragons.